Begrüßung. Ich war mal so frei, das Team offscreen umzustellen, um euch die minutenlangen, sehr komplexen Überlegungen zu ersparen, die mich im Endeffekt dazu veranlasst haben, AU wieder mit ins Team reinzunehmen. Arendrin meint zwar, sie ist nicht mehr nötig. Nötig ist sie tatsächlich nicht mehr. Aber ich würde sie immer noch als praktisch bezeichnen. So, warum ich hier hochrenne, ist ganz einfach. Ich hätte gerne ein Herz. Genau gesagt, ein Schutzherz. Ich brauche Schutz. Ich fühle mich unsicher. Dann werde ich ganz offiziell und wie es sich gehört, das Schutzherz Scroll. Der lieben Kokosnuss schenken. Damit ist sie jetzt nicht mehr müde. Sondern voller Energie. Sie sprüht geradezu vor Energie. Gratulation, deine Kokosnuss ist eine Defense-Yukari. Juhu. Warum das geht? Weil ich die Mod umgebastelt habe. Also die ROM, nicht die. Die ROM gemoddet. Die ROM gehackt, könnte man sagen. Gemoddet würde ich eher sagen. Einfach weil es doch ein bisschen was arg langweilig geworden wäre, nur eine Entwicklungsstufe für alles zu haben. Und mit der tollen Yukari machen wir jetzt ein schönes Foto. Lilifoto. Ah, was nehmen wir denn heute? Ich glaube, normal reicht schon. Tschüss. Ja, nicht Fahrrad, die Taste da. Ja, das sieht auch schön aus. Ein gutes Line-Up. Wir hätten vielleicht noch Farben sortieren können, aber egal. Ordnung ist überbewertet. Bei dem Chaos kann man Münzen finden. Sehr viele sogar. So, dann, wenn ich Momoji wieder reingeholt habe, würde ich sagen, auch mal ein klein wenig leveln und ich. Ich glaube, das geht hier in der Ecke ganz gut. Zumal mir immer auch diese eine gewisse Person fehlt. Nicht du. Du fehlst mir überhaupt nicht. Von dir haben wir genug. Eine reicht. Nein, aber hier ist ein Boniker in der Ecke, die wir noch nicht gesehen haben, glaube ich sogar. Ich bin nicht gefangen, sondern nicht mal gesehen. Da knackert es wieder schön. Da ich wahrscheinlich die meiste Zeit weit nehmen werde, schmeiße ich das einfach mal auf die Taste. Dann kann ich einfach A-Spam. A-Spam ist toll. A-Spam zeigt Intelligenz. Ah, Blade Flash. Was kann es denn? 40-100. Und schnell. 60-100. 40-100. Okay. Und nicht schnell. Also ist Blade Flash einfach nur ein besseres Scratch mit 5 pp weniger. Ja, ich würde sagen Deal, wa? Nein, ich brauche mir immer noch nicht. Aber du bist schön squishy. Hier kann man Murmeltier gut leveln. Und weg ist er auch schon. Ist halt wirklich sehr seltsam. Ich finde sie
offscreen die ganze Zeit. Aber immer wenn ich eine Aufnahme mache, ist da nichts von zu sehen. So, du bist nicht mal schön zum Leveln. Nein, lass mich in Ruhe. Dich haben wir schon, aber mit dir können wir auch mal kurz leveln, auch wenn du nur 17 bist. Also eigentlich noch nicht legal, aber das ist ja hier sowieso egal. Wir lassen ja auch 9-Jährige in die Spielhalle. Man scheint es mal galant mit den Regeln nicht ganz so genau zu nehmen, habe ich den Eindruck. Und nochmal die Wolke reinbeißen, dann ist gut. Wobei ich meine, unseren müsste ja eigentlich schon ziemlich Substanz haben, wenn ihm seine Fäuste wirklich so gefährlich sind, wie sie effektiv sind. Also vielleicht kann man wirklich in die Wolke reinbeißen in dem Fall. Mit dem Regenschirm können wir uns ein Stöckchen holen spielen. Ist aber was Größeres als ein normaler Stock, aber Momiji ist ja auch ein Wolf. Kein Hund. Die muss es abkönnen. Das Spiel verspottet mich. Okay. Ich akzeptiere es. Dann halt keine Patchouli für mich. Hä? Ja gut, jetzt muss ich ihn trotzdem nochmal heilen. Tja, schade, schade. Aber so ist es halt. Manchmal verlierst du und manchmal gewinnen die anderen. Nun denn. Im Bonica Tower sind auch noch ein oder sogar zwei, glaube ich, die wir nicht gefangen haben. Und ich habe jetzt gerade nicht wirklich Lust, da hochzurennen. Aber hier hochzurennen habe ich Lust. Hier war nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Schauen wir mal, was das Fernglas uns zu zeigen hat. Das ist der Bonica Tower. Wie, nicht mal ein Bild dazu? Wirklich einfach nur Text? Okay, schade. Hatte mehr erwartet. Was willst du? Asche meines Bonikas ist im Bonika-Tor bestattet. Du kannst diese TM haben. Ich brauche sie nicht mehr. Danke. Was ist es? TM ist eine Attacke, die sich Rückkehr nennt. Wenn deine Bonika gut okay, haben wir also keinen Nutzen für, danke. Wenn du deine Bonika gut behandelst, dann werden sie deine Liebe damit vergelten, im Kampf alles zu geben. Ja, gut, das ist halt eine TM. Haben wir eigentlich irgendwas, was nützlich wäre an TMs momentan? Fällt mir gerade auf. Fliegen wäre wahrscheinlich ganz schön, aber ich glaube, von uns kann niemand fliegen, oder? Nö, okay. Schade. Das ist ganz gut, um den ganzen wilden Bonica rauszuschmeißen mit Momiji, aber ja, nee. Noch Single Beam nochmal. Hart. Ich denke vorerst nicht. Ein andermal vielleicht. Einmal über diese wundervoll intelligent gebauten Stege laufen. Juhu! Einmal hier kann man dann in Safronia? Sportangereich, okay. Anstatt auf jeden Fall kann man hier raus. Jut. Ah, ein Busch zum Schneiden. Sieht toll aus. Sehr verlockend.
Ich suche ein Powerheart. Hast du eins gefunden? Ich glaube, wir haben sogar zwei davon, ja? Hallo Discord-Sound, ich habe es nicht gemutet. Ich bitte um Verzeihung. So. Justine. Hey, Aljum. Ja, die hätten wir auch haben können, theoretisch. So, was machen wir mit dem Geist? Beißen wir den Geist rein? Ich glaube, wir beißen den Geist rein. Mehr vom Geist erschnitten. Okay, vielleicht wechseln wir besser. Lass die Kokos uns mal zeigen, was sie kann. Indem wir am Glücksrad drehen. Geist Jan zu sich drücken. Sehr schön. Das war anstrengend. Wir sollten schlafen. Sehr interessant, was sie da macht. Nein, wir bleiben bei ihr. Ich finde es schön, wie gefährlich ihre Schlaf-Zs aussehen, tatsächlich mit diesem Pack. Pack, das heißt, ja, Filter halt. Ich so Dornenbuchstaben. Level 30, überall Spine. Ja, ich höre schon auf, ist gut. Au. So, was bringt uns das Ganze? Eisen. Eisen ist wichtig. Sehr wichtig. Was bringt uns das hier? Nur Gras? Da ist noch irgendwas im Gras drin, irgendwas Interessantes. Ein Riggle. Wir wollten noch einen Riggle haben, meine ich. Deswegen hat Arandu jedoch eine andere Riggle in die Pension gebracht. Nicht killen? Gut. Weiter so. Und Fagot ist so eigentlich eine Attacke, die nur in der ersten Runde funktioniert. Warum versucht sie es immer wieder? KI, please. Und Normal Orb. Denn ich glaube, das dürfte wesentlich schneller gehen, wenn wir die sicher nehmen, als unsere Level 3 Riddle hochzuleveln. Dauerhaft. Jo. So. Ganz einfach und unkreativ. So, laufe ich jetzt onscreen dahin? Ah, ich denke nicht. Meine Bonica sehen glücklich aus, obwohl sie verloren haben. Ja. Ich möchte ein guter Trainer werden. Ich werde hart trainieren. Schau einfach hin. Genau, und hier war dieses wundervolle Zaunlabyrinth. Bringt mir das irgendwas da hochzulaufen? Nö. Ja, nicht. Außer bei versteckten Items, die ich nicht sehen kann, weil sie versteckt sind. Was mich daran erinnert, wir hatten noch ein 8 hier um rumlaufen. Also vielleicht laufe ich doch nochmal zurück und pack's Riggle in die Daycare.
Denn wenn ich mich richtig erinnere, hieß es doch 30 Boneka dafür, den Item Finder zu bekommen. Würde vermuten, wir haben inzwischen 30. Ja, nein, vielleicht, mal schauen. So, war das hier? Das war doch hier, meine ich. Gedächtnis, Gedächtnis, du bist ein Aid, hallo. Ey, erinnerst du mich, ich bin einer von Professor Oaks Gehilfen. Wenn dein Artbook vollständige Datensätze zu 30 Spezies hat, dann soll ich dir eine Belohnung geben. Professor Eich hat mich mit diesem Itemfinder hier für dich betraut. Also Mary, lass mich dich fragen. Hast du Daten für mindestens 30 Boneka gesammelt? Ja, 38, okay. Ich hatte mit mehr gerechnet, irgendwie so knapp 50. Na dann, gut. Es gibt Items auf dem Boden, die man nicht sehen kann. Mit dem Itemfinder kannst du jegliche versteckten Items in deiner Nähe finden. Die Maschine ist allerdings ein klein wenig limitiert. Du kannst die Orte nicht genau herausfinden. Aber es zeigt dir wenigstens die Richtung an. Benutze es, um dich zu orientieren, und dann such das den Bereich per Hand ab. Danke. Decke war doch, meine ich, direkt hier oben drauf, oder? Oder muss man da... Ja, man muss halt nochmal nach Cerulean zurücklaufen, meine ich, ne? Aber das sollte ja schnell gehen. Komm, ich nehme das Fahrrad. Die Flötenmusik ist zwar auf jeden Fall etwas nervig, aber eben, jetzt ist es ja schon wieder weg. Guten Wechsel sei Dank. Ich glaube, ich kann doch jetzt quer die Stadt einmal durchfahren sogar. Wir sind hier offiziell noch nie gewesen, oder? Überall Rockets. Sieht gefährlich aus. Hallo. Polizei, nehmen Rockets in Sicht. Ja, okay, gut. Korruption ist gut. Genau, hier ist die Daycare gewesen. Moment, hatte der eigentlich einen Rechner bei sich hier stehen? Bei den späteren Versionen war das so. Jetzt? Ah, gut. Jo, du kannst gleich wiederkommen. Hi. Mein Bugspeed ist um 14 Level gewachsen. Okay, gut. Bist du nicht großartig. Das sind 1500, okay. Das heißt, du bist aber trotzdem erst Level 17? Ja. Und Bugspeed 2 war... 21? Oder noch höher? ...24 sogar. Na also. Ja, dann machen wir es doch so. Das geht auch wesentlich schneller. Du darfst jetzt diesen anderen, vollkommen anderen Käfer nehmen. Sehr gut. Und wieder zurück. Mit euch will ich mich noch nicht befassen. Das darf gerne jemand anderes tun. Auch interessant, wie nah die Städte inzwischen zusammenliegen. Anfangs wirkt das noch sehr weit entfernt, aber jetzt ist das keine Not mit dem Fahrrad entfernt. Das ist schön, wenn alles zusammenkommt. Ah, ich habe vergessen, Momentil wieder mitzunehmen. Das kann natürlich nicht sein. Wir brauchen unsere AU. Unsere AU ist wichtig. Nein, noch eins weiter unten.
dann würde ich sagen, können wir uns jetzt guten Gewissens auf den Weg in Safari-Zone machen. Ich wäre schon so auf Hunger gefallen, würde das Spiel nicht sagen, nein, da geht's nicht lang. Nun ja. So, geht's hier lang? Nein, hier ist Sackgasse, okay. Ist hier auch Sackgasse? Nein, hier geht's weiter. Haha. Hast du deinen Vollbonnick herbeigebracht, wie man fliegen kann? Du wirst damit durch die Lüfte gleiten können. Ich habe leider keine Vögel. Vögel zu haben wäre toll, aber nein, leider nicht. Was ich habe ist ein liebes Lenko, die deinen Vögel ganz schnell platt machen wird. Weil ich so umsichtig bin und weiß, dass Yaro ständig Probleme mit den beiden Attacken hat, schiebe ich Thunderwave einfach mal hier unten hin. So. Ich glaube, dann würde er sie nicht mehr so einfach wechseln können. Hoffe ich zumindest. Es ist Yaro, er kann alles, wenn er will. Er kann auch Attacken, die quer von Schreuz sind, verwechseln. Mehr Vögel. Nein, ich möchte nicht tauschen. Danke, trotzdem. Ich finde es eher faszinierend, dass Togekiko sich anscheinend bis Level 29 nicht entwickelt hat, obwohl sie ja eigentlich wirklich das erste Bonnick ist, was man so sieht. Die gute alte Uchi-Flieg. Ob sie überhaupt noch daran erinnert, dass wir sie gefangen haben? Mit ihrem schwarzen Hirn. Ja, war nicht mein Spatz, war ich einfach nur. Hat man eigentlich Specifics dazu, was für ein Vogel sie verkörpert. Einfach nur generischer Vogelbonnicker, nö? Die Bücher liebt. Liebt und mit Leib und Seele, ja. Steinschlag. Ja, wie übersetzt man sowas halt? Mit Bänen, Flaggen, Untergang oder sowas in der Richtung? Mit Pauken und Trompeten. Nein, ich habe keine Lust, mich mit Rockern anzulegen, danke. Kleines Mädchen, mit dir kann ich kämpfen. Dann lass es uns zusammen wirklich, wirklich versuchen. Lass uns beste, größte Mühe geben. Ach, hey, du meine Lilies. Fast. Trotzdem noch verschwendet die Attacke. Naja, egal. Oh. Ja, das würde mich auch ein klein bisschen verwirren. Definitiv. Plötzlich mein Feind ankommt und mich knutscht. Ja. Es ist spät. Also eigentlich ist es früh, es ist heute nach 2 Uhr morgens. Das Niveau ist entsprechend. Schmerzhaft, ja, ich weiß.
versuchen wir das nochmal. Es war recht dämlich, hier eine Zugabe zu fordern. Etwas, was dir wirklich viel Schaden macht, aber hey. You be you, Lady White. Beziehungsweise eher You be dead, Lady White. Oder auch nicht, okay? Klar, cool. Aber nein, ist sie noch nicht. Ist sie aber jetzt. Whee! Wir haben verloren, oder? Ja, gebt mir euer Geld, kleine Kinderchen. Das klingt nur creepy, wenn man alt ist. Wenn man ein 9-jähriges Mädchen auf einem roten Fahrrad ist, mit einer lustigen Mütze auf dem Kopf, ist das nicht creepy. Nein, definitiv nicht. Lass mich in Ruhe. Nein, möchte ich wegschieben, nicht dich untersuchen. So. Fuchs, das ist lustig. Kann ich die wirklich alle, so alle, umgehen? Jo, wie war das? AU brauchen wir nicht mehr. Regentanz, sehr gut. Ja komm, Proforma. Was ist cool und fehlt statt? Bonica tauschen. Hast du getauscht? Sehen wir, dass du getauscht hast? Hast du die tollen Tauschformen? Nein, mein Kaguya, okay. Bring den Rucksack und schauen, was rauskommt. Nichts Sinnvolles, okay. Suchen wir das nochmal. Psycho-Schnitt, okay. Was es nicht alles gibt. Ich bin müde. Deswegen, wenn man sie so spielt, ist die Defense-Lücke gar nicht mal schlecht. Eben dadurch, dass sie so wenig Schaden kriegt. Dass sie sich ja komplett hochheilen kann wieder. Mit Statuseffekten sogar. Ja gut, also diese Aktive sind natürlich jetzt etwas schade. Aber naja. Wesen macht sie etwas Schaden. So, ich glaube normalerweise wacht sie in der dritten Runde wieder auf, ja? Ja. Mal schauen, was kriegen wir diesmal raus? Vitalwurf, okay. Okay. Tschüss. Ich sagte tauschen. Nicht plätzen. Ich tausche mit Bonica mit meinen Freunden die ganze Zeit. Jo. Seid ihr auch ein Paar? Meine Schwester wird sehr gruselig, wenn wir verlieren. Also doch kein Paar. Okay, gut. Doch ein paar? Okay, dann ist das nicht seine Schwester. Gut. Das verwirr mich nicht so, Typ. Es ist zu früh für so einen Scheiß. Wir schlafen. So. Feuer gegen die Oni-Viecher? Ja, ne? Da war doch was. Ach, nicht Feuer, ich meinte Wasser. Ist ja fast das Gleiche. Noch besser, wenn du beides mischt. Hast du entweder einen Dampfbad oder Alkohol? Beides ist sehr gut.
Also ich hoffe einfach mal, dass Bounce nicht wie dick mit Intensität wirkt, also mehr Schaden macht. Wir werden es ja sehen. Rhythm. Der Sandsturm wütet. Jokeri, die Kampfschläferin. Schön sowas. Ist Schnarchen eigentlich ein Standardattacke? Ich glaube nämlich nicht. Zumindest hätte ich bisher nichts davon gehört gehabt. Machen wir das langsam mal. Nö, immer noch nicht. Meine Güte. Ja, komm, Ermittlungsabschluss und dann haben wir es jetzt hoffentlich. Und es ist Rust Job. Nichts, okay. Gar nichts, überhaupt nichts. Na dann. Oh nein, 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 Schwester, es tut mir so leid. Ah, wah. Wünsche ich mir, ich hätte eine nette Schwester. Ich habe mir ihren Namen jetzt nicht gemerkt, also wenn du gesprochen hast. Vielleicht ist es doch seine Schwester, in welchem Fall es etwas seltsam wäre, aber wie ich schon sagte, hier scheint sich ja niemand um die Regeln zu scheren. Hallo, hier geht's wieder hoch. Noch ein Gehilfe. Hallo, Hilfling. Hey, ich bin ein Hilfling, ja? 50. Nein, 50 haben wir noch nicht. XP-Teil für 50 erst, okay. Einen habe ich leider nicht. Kommen wir nochmal wieder, wenn wir diese Fahrreisezone durch haben, denke ich. Denn das dürfte ja jetzt direkt hier sein, ja? Fuchsia. Das sieht doch safari-mäßig aus. Was haben wir denn hier Schönes? Die Safari-Zone hat einen Zoo vorm Eingang. Hinten dran ist das Safari-Spiel, um Bonica zu fangen. Danke. Was ist hier? Fuchsia City. Erblicke das... Passion Pink, ja. Ist tatsächlich eine Farbe, meine ich. Wie übersetzt man sowas am besten? Lustvoll rosa? Open Paradies, Safari-Zone. Jawohl. Und Nike. Die Richterin. Ich meine, Satori dutscht dich garantiert auch. Für deine Gedanken. Aber sie ist nicht die Richterin. Wage ich zu behaupten. Was haben wir noch? Bist du eine Alice? Alice, ja. Mit Wölkchen. Wölkchen Alice. Okay. Und Moku, ja, das ist... Also viel weiter von Moku weg kommt man, glaube ich, nicht, oder? Als mit so einer Tröte. Naja. Der Zoo ist scheiße. Hast du was dazu zu sagen? Wo ist Sarah? Hab doch gesagt, ich würde sie hier treffen. Ja, kann ich dir nicht sagen. Sarah ist wahrscheinlich immer noch den Markeingang am Bewachen. Der Warden macht eine Kampagne, um Werbung zu machen. Versuche, in die entfernteste Ecke der Safari-Zone zu kommen. Wenn du das schaffst, nennst du einen sehr praktischen Preis. Aha. Weißt du, Warden hat diesen leeren Look eines Schwachsinnigen. Diese leeren Augen. Warden ist sehr
belesen, was Boneka angeht. Er hat sogar einige Fossilien von seltenen, ausgestorbenen Boneka. Orden kam rein, aber ich konnte ihn nicht verstehen. Ich glaube, er hat ein Sprachproblem. Mach keine Witze über Leute mit Sprachproblemen. Wirklich nicht. Nicht nett. Das triggert Menschen. War hier hinten irgendwas von Interesse? Nö, okay. Ah, ich wünsche jetzt ein Hasenbaby. Ich... Was? Ich hoffe einfach mal, er meint damit Ersatzelter oder sowas in Richtung. Aber nur Boneka können die Technik Substitute benutzen. Ah, ich weiß gerade auswendig nicht, was es ist. Ich meine, ja, das stimmt größtenteils, wenn ich richtig sehe, ist es halt nur eine andere Remo. Eine Remo aus einer zivilisierteren Zeit. So, ah, da ist noch ein Shop. Haben wir nochmal einen Shop und ich glaube, dann reicht es. Weil sich ja jemand beschwert hat, dass meine Folgen zu lang sind. Was haben wir ein schönes Normal Orbs und Hard Orbs? Hard Orbs sind toll, okay. Ah ja, komm, 5 reichen erstmal. Ich glaube, Normal Orbs kann man auch mal ein paar gebrauchen. Ja, nochmal so 10 drauf oder 9, wie auch immer. Das war gewollt, das war nicht verklickt. Ah, Vollheilen braucht man nicht, wenn man alles einzeln. Max Repair war manchmal kosteneffizient. Einfach auch nochmal 3 Stück mitnehmen. So. Wir haben das Geld, ja. Kleinen Kongo-Meter, der uns das Geld wegnimmt. Hast du noch was zu erzählen? Haben Sie keine Wimpel, um die Safari-Zone zu bewerben? Ihr erst mit Papierlaternen. Noch nicht mal Kalender? Nein, aber Sie haben ein Gewinnspiel. Anscheinend. Hast du Speed mal benutzt? Das beschleunigt bei keinen Kampf. Ja, ja, aber ich bin eigentlich gegen Drogen unter normalen Umständen. Kleiner. Hast du das Safari-Spiel schon ausprobiert? Es gibt einige seltene Boneka, die du nur Dark fangen kannst. Ja, das darf sich aber gerne Lilin antun. Ich habe momentan, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so auf die Reihe kriegen würde. Von daher, bis zum nächsten Mal.